Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleiht. Das ist gerade mit dem Trinken so scheiße. Egal. Ich habe das nicht gespendet. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Food Show Mini, einer weiteren Schokoladegirren-Variante. Ich habe ja immer noch hier Schokomons bis zum Umfallen. Und ich greife mal wieder einfach blind in den Haufen rein. Ich mische noch ein bisschen durch. Und dann nehmen wir die. Und das ist genau die, vor der ich am meisten weiß, dass sie mir nicht besonders gut gefallen wird. Werde ich euch auch gleich sagen, warum. Erstmal muss ich hier wieder meine Schokomons stapeln und zur Seite schieben. Denn ich habe folgende Sorte gezogen. Vielleicht überrascht sie mich, das kann ja immer passieren. Aber ich glaube nicht, dass das so meine Lieblingssorte werden wird. Zartbitterschokolade, Schokolinse, Minze. Keine Ahnung. Jaup. Entschuldigung. Das ist nichts, wo ich, weiß ich nicht, also ich mag Zartbitter nicht so gerne. Ich bin eher der Vollmilch-Schokoladen-Fan. Und Schokolinsen in der Schokolade fand ich auch nicht besonders toll. Also M&M's oder Smarties oder was auch immer. Gibt keine Schokolade, wo ich sage, so ja, die ist besser dadurch, dass sie da drin ist. Man sieht auch kaum was davon. Seht ihr das? Da ist hier so eine Schokolinse, aber von unten oder so. Oder oben ist da nicht viel von zu sehen, dass da Schokolinsen drin sind. Hier sieht man vielleicht den Monk, aber mal ganz cool. Tut mal. Bisschen blödes Licht hier gerade, aber ja, scharf wird es auch nicht. Wartet mal, ich kann ja mal kurz gucken, ob ich das scharf gestellt kriege. Nö. Nö, kriege ich nicht. Ich mache nur das Bild blöd. Super. Technikwunder, Gianna Brother. Ja, es sieht nicht besonders... Komm schon, werd wieder gescheit, danke. Es sieht nicht besonders toll aus und es riecht nach After Eight. Was sonst hätte ich erwartet. Sagen wir so viel. Es überrascht mich ein bisschen. Denn es schmeckt im Prinzip genau wie After Eight. Also wirklich, da gibt's. Also ich stelle keinen Unterschied fest. Es schmeckt minzig, es ist Zartbitterschokolade, es ist After Eight. Machen wir uns nichts vor. Aber die Zartbitterschokolade ist verdammt gut. Die ist wirklich gut. Die Schokolinsen geben dem Ganzen so einen leichten Crunch, der ganz cool ist. Und machen das Ganze sehr lecker. Aber es ist nicht meins. Wer aber auf After Eight oder sowas steht oder auf minzige Produkte mit Schokolade dazu, der sollte sich das Ding angucken, weil, wie gesagt, diese Schokolinsen machen das Ganze nochmal ein bisschen interessanter und nochmal so einen neuen Touch mit rein, sag ich mal. Und dadurch wird es schon empfehlenswert. Aber die Minze steht hier wirklich sehr im Vordergrund. Die Schokolade, die sehr gut ist, ist so ein bisschen hintergründig und die Schokolinsen geben dem Ganzen jetzt nicht irgendwie nochmal einen anderen Geschmacksnote mit rein, sondern einfach nur so ein anderes Mundgefühl. Das ist eigentlich alles. Ist nicht schlecht, aber ist nicht meins. Und da das halt alles hier ja immer objektiv ist und ich natürlich Getränke haben werde, wo andere Leute sagen, boah, voll geil, zum Beispiel, weiß ich nicht, Top-Mate Alternativ-Cola, wird das auch immer so ablaufen, dass ich das Ganze nur objektiv, subjektiv bewerten kann und dementsprechend gebe ich dem 5 von 10 Punkten. So ungefähr, ja, würde ich essen, würde ich sogar ganz gerne mal essen, aber wenn ich es vermeiden kann, ist es mir lieber, wenn ich es vermeide. Meine Haare sehen komisch aus, egal. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und ja, weiterhin viel Spaß und habt einen produktiven und sicheren Tag und schreibt mal was in die Kommentare, wenn ihr Bock zu habt. Vielen Dank, macht's gut.